Auch für die gesetzlichen Krankenversicherungen wird das Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren ein ganz wichtiges Thema sein. Und in meiner neuen Rolle als Vorstand der TK will ich natürlich dieses Thema mit vorantreiben, mit der Zielsetzung, dass wir die Vorteile der Digitalisierung für unsere Kunden schnell nutzen können. Und in meiner Rolle als Personalvorstand will ich natürlich auch dafür Sorge tragen, dass wir alle Kollegen und Kolleginnen der TK auf diesen Veränderungsprozess gut mitnehmen, damit sie auch dann in den veränderten Arbeitswelten, die es halt gibt durch die Digitalisierung, weiterhin erfolgreich für die TK arbeiten können. Die TK ist die beste Krankenkasse und das wollen wir auch bleiben. Das ist unser Anspruch. Und das auch unter den jetzigen ungerechten Wettbewerbsbedingungen durch die unsachgemäße Finanzverteilung durch die Mobi-RSA. Aber diese Herausforderung nehmen wir trotzdem an und wir wollen auch zukünftig unseren Kunden in jedem Kundenkontakt, im Vertrieb, in der Kundenbindung immer wieder davon überzeugen, dass wir die beste Krankenkasse sind und dass es gut ist, bei uns versichert zu sein. Wir haben ganz viele hoch engagierte, wirklich hoch qualifizierte, kompetente und kundenorientierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der TK. Und das ist die Basis unseres Erfolgs. Als Personalvorstand möchte ich gern dafür Sorge tragen und daran mitwirken, dass das auch zukünftig so bleibt und dass dann auch alle Kollegen und Kolleginnen die vielen Veränderungen, die jetzt einfach anstehen, ständige Veränderungen, die auch schneller kommen, in den schnelleren Taktungen, dass die Kollegen und Kolleginnen das mitgehen können. Dafür bedarf es einer guten Vorbereitung der Kollegen und Kolleginnen. Dafür bedarf es auch, dass wir sie frühzeitig einbinden, dass wir sie auch mitgestalten lassen, die veränderten Arbeitsbedingungen, die es zum Beispiel durch die Digitalisierung geben wird. Dafür möchte ich gern als Personalvorstand Sorge tragen. Als erstes wird es hoffentlich eine Änderung der Wettbewerbssituation geben. Die derzeitige unsachgemäße Finanzverteilung durch den Mobi-RSA kann auf Dauer nicht bestehen bleiben. Das ist die erste wichtige Änderung, die wir hoffentlich erleben werden. Darüber hinaus wird das Thema Digitalisierung für die gesetzlichen Krankenversicherungen ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Die Digitalisierung wird die Krankenversicherungswelt verändern, aber auch die Gesundheitsversorgung. Und beides wird große Vorteile für unsere Kunden mitbringen. Und deswegen wollen wir als TK Motor sein in diesem Thema Digitalisierung, damit wir die Vorteile unseren Kunden möglichst schnell zur Verfügung stellen können. Dass ich in der neuen Rolle als Vorstand genauso gut und konstruktiv mit allen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten kann, um jeden Tag immer nach der besten Lösung für die TK und ihre Kunden zu suchen und immer gute Lösungen zu finden, damit wir auch weiterhin für die TK erfolgreich sein können. Gute Führung bedeutet für mich, dass man Freude an dieser Aufgabe hat und dass man ein wirkliches Interesse an den Menschen hat und jeden Tag daran arbeitet, die möglichst besten Bedingungen zu schaffen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeden Tag gute Arbeit leisten können. Und dadurch, dass sie dann gute Arbeit leisten können, dass sie dann auch Freude bei der Arbeit empfinden. Dafür ist es wichtig als Führungskraft, dass man den Kollegen und Kolleginnen gut erklärt, den Sinn vermittelt, warum wir bestimmte Dinge tun, warum wir aber auch andere Dinge lassen müssen und warum wir vor allen Dingen auch Veränderungen immer wieder vorantreiben müssen, die ja nicht immer sofort für jeden Mitarbeiter und für jede Mitarbeiterin nur positiv besetzt ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe als Führungskraft. Und um das zu können, um wirklich auch immer Sinn stiften zu können, muss eine Führungskraft gut kommunizieren können, ehrlich und offen Dinge vertreten können, auch wenn sie mal nicht erfreulich sind für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Basis. Wenn Führungskräfte das tun, dann können sie auch Veränderungen gut erklären und damit auch Verständnis bei den Mitarbeitern schaffen. Musik